bin Sebastian Hünnekens, 37 Jahre alt, seit 2005 mit der Region Vorpommern über Urlaub und Ferienhaus verbunden und seit 2010 haben wir die Ferrum Technik gegründet. Das ist die Produktionsfirma für die Leichtbauhallen. Also wir merken natürlich, dass Stahlbau hier sehr groß geschrieben wird, was für uns ein großer Vorteil war, weil es ist natürlich sehr einfach, jemanden für den Stahlbau zu finden. Also wir haben so ein bisschen probiert, in der Produktion einen guten Mix zwischen Alt und Jung zu kriegen, auf die Ruhe der Älteren und die Dynamik der Jüngeren zu setzen. Wir haben sehr viele Ingenieure direkt von der Fachhochschule Stralsund übernommen. Für uns war dann noch entscheidend, dass wir auf Rügen in Sassnitz den Fährhafen haben, wo wir auf das russische Bahnnetz verladen können, von daher auch die Anbindung in Richtung Osteuropa natürlich. Und wir sind von hier oben sehr schnell in Polen, in der Ukraine und natürlich auch in Skandinavien. In Zukunft wollen wir unser europäisches Händlernetz weiter ausbauen, aber der nächste große Schritt wird Nordamerika sein. Die Hallen sind ursprünglich mal dort entwickelt und produziert worden und wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir die Hallen wettbewerbsfähig wieder nach Nordamerika zurückliefern können. Als wir 2010 angefangen haben, waren sehr wenig Zulieferer. Wir sind aber jetzt in einem Verbund, wir nennen uns Lohnfertigung 24, wo wir mit vier Unternehmen unseren Maschinenpark zusammenschmeißen und dann daraus im Prinzip einen Maschinenpark machen. Jeder beliefert den anderen. Vorpommern hat sehr viel Natur. Ich bin selber Jäger und Reiter. Da ist natürlich die Region prädestiniert. Mecklenburg-Vorpommern ist das Jagdbundesland schlechthin. Von daher findet man da genügend Möglichkeiten, sich am Wochenende zu beschäftigen. Und dadurch, dass das Wetter hier immer etwas besser ist als im Münsterland, hat man auch mehr Zeit, draußen was zu machen. Stralsund als eine der Städte mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland, es spielt sich einfach viel mehr draußen ab. Also es ist viel mehr, wo man sagt, man kann draußen an der frischen Luft was machen. Also es sind natürlich viele, viele Freundschaften über die Arbeit entstanden und wir sind auch immer wieder, dass wir gemeinsame Sachen machen. Man trifft sich abends, gerade in unserem Kreis mit der Lohnfertigung ist es natürlich so, dass man auch an Wochenenden mal was zusammen macht oder abends sich zum Essen trifft. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut.